Das finale Beispiel zum Schubmittelpunkt beschäftigt sich schließlich mit einem Kreisring. Hier soll laut Skizze die Lage des Schubmittelpunktes mit dem Abstand E auf der rechten Seite des Kreisringes bestimmt werden. Der Querschnitt selbst ist wiederum dünnwandig. Beim Kreisring ist wieder die Frage, wie wähle ich mein Koordinatensystem? Ich würde sagen, in dem Fall ist es relativ klar, wir bleiben bei dem, das wir immer verwenden, mit x und z und haben dann von hier gemessen, starten wir, macht es wieder blau vielleicht, als Integrationsvariable, starten mit unserer Laufvariable s entlang des Kreisrings da unten, bei minus Alpha am Winkel Theta ausgedrückt. Das heißt, wir haben hier ein Stück, ein infinitesimales Stück, der Abstand, das ist z quer dann, für einen bestimmten Winkel Theta, das muss man, wenn man über Theta integrieren will, muss man das über Theta ausdrücken, alles natürlich. Und Theta startet da eigentlich bei 0. Also wir starten bei minus Alpha mit unserer Integration dann. Und ja, und alles andere ist gegeben. Das Einzige, was man muss, ist, man muss da so eine Art hier eine Querkraft sich, also eine äußere Kraft sich denken. P zum Beispiel oder Q oder was auch immer, mit der man dann das Momentengleichgewicht aufstellt, um festzustellen, wo P liegen muss, damit es tatsächlich nur Schubbelastung gibt. Also was man macht ist, von der Idee her, man schaut sich an, was entsteht durch Schubfluss, welche Kraftresultierenden in dem Ring entstehen, stellt ein Momentengleichgewicht auf dieser Schubflussresultierenden mit dieser äußeren Kraft P und dann kann man feststellen, wo muss P liegen genau, wie groß ist der Abstand E, damit das ein Gleichgewicht ist. Und wenn das ein Gleichgewicht ist, dann haben sie sichergestellt, dass es keine Torsion geben kann, weil dann hebt sie das genau auf. Z, schreiben wir die einmal hin vielleicht zuerst, das Z quer, das Ganze ist R, Z quer ist R Sinus Theta, wenn sie das hinschreiben. Entsprechend in Komponenten und unser Volumen, Flächenelement, das ist T, das ist also mal auf jeden Fall T stark und DS ist fortschreitend entlang des Rings und das muss man natürlich entsprechend ausdrücken durch Theta, das ist aber klar, das ist wie das Abrollen, das ist RD Theta. R mal Theta ist der Weg S außen, den es gegangen sind. Das sind die beiden Grundvoraussetzungen, die man sich einmal überlegen muss. Und dann muss man mal das Flächenträgheitsmoment von dem Ding ausrechnen. Das Flächenträgheitsmoment, worüber müssen wir integrieren? Ja, genau. Also über die Fläche, über die ganze, gleich wie beim Flächenmoment. Aber im Gegensatz zum Flächenmoment ist das Flächenträgheitsmoment ein Moment zweiten Grades, weil der Abstand quadratisch vorkommt. Und das Flächenmoment ist ein Moment ersten Grades, genauso wie der Schwerpunkt. Wir setzen also alles ein, das heißt, wir haben ein R-Quadrat, Sinus-Quadrat, Theta, T mal R, D, Theta, minus Alpha bis Alpha. Da ist 0, da links hinten, wo wir starten, ist minus Alpha, da vorne ist plus Alpha. Dann fassen wir das Ganze noch zusammen. Das ist also R der dritten mal Wandstärke T Sinus Quadrat Theta D Theta. Es ist nämlich Cosinus 2 Theta Cosinus Quadrat Theta minus Sinus Quadrat Theta. Das ist aber, wenn man das Cosinus Quadrat Theta entsprechend einsetzt als 1 minus Sinus Quadrat Theta, ist Sinus Quadrat Theta nichts anderes als 1 minus Cosinus 2 Theta durch 2. Also sozusagen da noch eingesetzt, dass Cosinus Quadrat Theta ja 1 minus Sinus Quadrat Theta ist.
So, und dann haben sie aus dem Sinusquadrat einen Cosinus gemacht. Je nachdem, was einem lieber ist, integrieren sie halt partiell oder nicht. Das heißt, wir haben ein Integral von r der dritten t halbe, das ist ein halb, kann man auch vorne rausziehen, und das Integral minus Alpha bis Alpha, 1 minus Cosinus 2 Theta über d Theta. Gut, integrieren wir das aus. Das ist also Vorfaktor, bleibt stehen. Mal schauen, da haben wir eh nichts vorne raus. R der dritten t halbe und der 1er wird zum Theta und der Sinus, der Cosinus wird zum Sinus. 2 Theta innere Integration 1/2 in den Grenzen minus Alpha bis Alpha. Und dann setzen wir entsprechend ein. Darf man natürlich nicht vergessen, beide Grenzen einzusetzen. Ich schreibe allerdings nicht mehr alles her jetzt, sondern fasse es gleich zusammen. R der dritten t halbe und was am Ende da stehen sollte, ist 2 Alpha vom Theta, wenn man die beiden Grenzen einsetzt, minus Sinus 2 Alpha. Das ist das Flächenträgheitsmoment für den Kreisring. Was wir ausgenutzt haben, ist die Asymmetrie vom Sinus, damit wir das Vorzeichen von innen, vom Sinus minus 2 Alpha, das da ja vorkommt, vorne rausbringt. Dass nämlich der Sinus von minus 2 Alpha ja gleich ist der Sinus, der Minus Sinus von 2 Alpha. Das haben wir ausgenutzt. Der ist antisymmetrisch gegen Spiegelung und deswegen können Sie das Vorzeichen natürlich entsprechend rausziehen, weil Sie einmal oben und einmal unten haben gesehen zur Nulllinie. Ja? Min Cosinus genau umgekehrt, also beide Male positiv, wie wir wissen. Das Flächenträgheitsmoment, dann das gleiche, die gleiche Maschinerie mit dem statischen Moment, dem S. Allerdings hätten wir das statische Moment gerne für spätere Verwendungszwecke als Funktion des Winkels. Also wir integrieren jetzt nicht das ganze statische Moment von minus Alpha bis Alpha, sondern wir integrieren bis zu einem beliebigen Theta, von minus Alpha bis Theta. Dann haben Sie das statische Moment als Funktion eines beliebigen Winkels Theta. Genauso wie vorher mit dem Z ist jetzt halt das Theta unser Integrations- oder unsere Funktionsabhängigkeit. Das Z quer bleibt das gleiche. Wir integrieren auch wieder über dA. Es ist nicht quadratisch, alles andere ändert sich nicht. Und die Integration geht von minus Alpha bis Theta. Für R Sinus Theta Tilde muss ich jetzt machen draus, damit man die Grenzen nicht gleich nennen und über Theta Tilde dann integriert. Das TR Theta Tilde ist wieder das DA, so wie vorher das Flächenelement. So, ziehen wir das R-Quadrat T raus, dann bleibt uns das Integral minus Alpha bis Theta Sinus Theta Tilde D Theta Tilde, das ist klar, das wird minus Cosinus, also minus R-Quadrat T Cosinus Theta Tilde zwischen minus Alpha und Theta und das wird minus R-Quadrat T Cosinus Theta obere Grenze minus Startwert sozusagen bei minus Alpha Cosinus von minus Alpha und der Cosinus von minus Alpha ist aber der Cosinus von Alpha. Damit setzen wir da gleich das Alpha ein und kriegen für S von Theta minus R-Quadrat T minus Cosinus Alpha. Nochmal Klammern
dass klar ist, was das Argument ist. Schubfluss eingesetzt, also im Wesentlichen ist es, die Integration ist erledigt. Der Schubfluss T von Theta ist dann wieder Minus, aufpassen aufs Vorzeichen, Q mal S von Theta in dem Fall jetzt durch das Trägheitsmoment, wobei QP ist, das haben wir oben definiert als P, also ist unsere Querkraft, die von außen wirken muss, P, weil die Idee ist ja, dass dann aus dem Momentengleichgewicht die Querkraft rausfällt. Das ist ja nicht abhängig davon, wie groß die Querkraft ist, wo der Schubmittelpunkt liegt, sondern das ist eine geometrische Größe. Deswegen muss die gleich sein, P, die wir da verwenden und die man nachher in der Momentenbilanz verwendet. Dann ist das Minus 2 mal P, der 2er ist von dem 1,5 vom Trägheitsmoment, durch das wir durchdividieren, den habe ich gleich raufgebracht, mal minus R Quadrat T vom S mal Cosinus Theta minus Cosinus Alpha durch R der dritten T kommt aus dem Trägheitsmoment mal 2 Alpha minus Sinus 2 Alpha. Dann kann man da das R-Quadrat mit dem R der dritten kürzen, man kann das T mit dem T da kürzen und das Minus, dieses Minus geht mit dem Minus da weg und es bleibt ein 2 mal P Cosinus Theta minus Cosinus Alpha durch R mal 2 Alpha minus Sinus 2 Alpha als allgemeiner Schubfluss für beliebiges Theta übrig. Die resultierende Kraft, die aus dem Schubfluss entsteht, kriegt man durch Integration. Ich nenne es kraftresultierende im Ring. Die nennen wir dann FQ, also entlang des Rings, direkt aus dem Schubfluss. Das ist die Integration vom Schubfluss über den ganzen Körper einfach. Und die ist wieder von minus Alpha bis Alpha natürlich, T von Theta und ds ist R d Theta, haben wir auch schon ein paar Mal eingesetzt. Die ist also dann minus 2p mal r durch r mal 2 Alpha minus Sinus 2 Alpha. Das ist der gemeinsame konstante Vorfaktor gegenüber Theta-Integration. Dann kann man das r kürzen und integrieren muss man das Cosinus Theta minus Cosinus Alpha. Von minus Alpha bis Alpha. Wobei natürlich das Cosinus Alpha nur ein Theta dazu kriegt und das Cosinus Theta entsprechend integriert wird. Das liefert dann, ja, ich schreibe es nochmal her, minus 2p durch 2 Alpha minus Sinus 2 Alpha mal Integration liefert da Sinus Theta minus Theta Cosinus Alpha zwischen minus Alpha und Alpha. Und wenn Sie das entsprechend einsetzen und zusammenfassen, kommt man auf einen nicht so schlechten Ausdruck im Endeffekt. Minus 2p bleibt gleich vorne, 2 Alpha minus Sinus 2 Alpha und Grenzen eingesetzt liefert dann 2 mal Sinus Alpha minus 2 Alpha mal Cosinus Alpha. Das ist die komplett resultierende Kraft, die aus dem Schubfluss entsteht im ganzen Ring. Und jetzt muss man die nehmen und
unsere äußere gedachte Kraft P, die ja in der resultierenden A schon drinnen steckt, weil die resultierende daraus entsteht, dass P überhaupt wirkt, und muss die in eine Momentenbilanz setzen und dann hat man geometrisch bestimmt, wo der Schubmittelpunkt zu sein hat. Die Momentenbilanz machen wir um den Ursprung. Das liefert dann von der Drehrichtung her minus P mal Abstand E und diese resultierende wirkt immer im Abstand R, weil die wirkt ja im Ring drinnen, hat also den Normalabstand R zum Mittelpunkt und läuft entlang der positiven Drehrichtung im Ring. Also haben wir es ausgerechnet. Deswegen hat es ja ein positives Moment. Das heißt, wir haben minus P mal E ist eingesetzt minus den Zwarer da, den und den ziehen wir nach vorne raus. Dann haben wir minus 4P da vorne mal R ist da dieses R hier. Dividiert durch 2 Alpha minus Sinus 2 Alpha und Sinus Alpha minus Alpha Cosinus Alpha. Das ist einmal eine Sache, das Vorzeichen muss ich natürlich, sage ich dann nachher noch was dazu, muss ich natürlich entsprechend aufheben. Und das P kürzt sie raus, sodass wir unabhängig von P sind und wirklich nur mehr geometrische Größen drinnen stehen haben, nämlich Winkel und Radius des Kreisrings. 4R Sinus Alpha minus Alpha Cosinus Alpha durch 2 Alpha minus Sinus 2 Alpha. Das ist unser Abstand E. Und das Wichtige daran ist jetzt, dieses E ist ja offensichtlich auf der positiven Seite der X-Achse. Das weiß man grundsätzlich, oder wenn man es nicht weiß, merkt man es, dass der Schubmittelpunkt immer auf der des Schlitzes abgewandten Seite sein muss. Das bedeutet insbesondere, der da oben, Sinus Alpha minus Alpha Cosinus Alpha, sollte größer 0 sein für alle Alpha. Dann stimmt's. Und das kann man überprüfen, dass das so ist, indem es einfach einsetzen. Das heißt, E liegt in der Richtung positiv X. Und Sie haben tatsächlich die richtige Seite vom Schubmittelpunkt ausgerechnet. Was, wenn Sie sich vorzeichentechnisch verhauen oder mit dem Koordinatensystem und Drehrichtungen irgendwas umdrehen, unter Umständen nicht richtig ist.